Nach dieser 5, 5, 6, 5, dann gehen wir hoch auf die 3, auch immer noch auf der B- bzw. H-Seite, 3. Und jetzt spielen wir eigentlich genau das gleiche wie vorher in der 5. 3, 3, 5. Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Ich heiße euch willkommen zum Tutorial von, Moment, Lily Wood and the Prick mit Prayer and Sea. Das ist nochmal eins dieser Elektroakustik bzw. E-Gitarren-Elektrolieder, wo wir einen so einen Lick haben und das zieht sich die ganze Zeit durch das Lick durch, durch das Lied durch. Das hatten wir zum Beispiel bei Waves auch schon, habe ich auch eine Lesson zu gemacht, könnt ihr euch auch sehr, sehr cool angucken. Oder zu Am I Wrong, ist auch sehr cool. Auf jeden Fall, das ist sehr cool gespielt. Das Coole an diesem Lied ist eigentlich, dass es ein deutscher DJ ist, der damals auch Waves hat, der zum Beispiel auch geremixed. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich dieses Lied eigentlich sehr cool finde, weil man ahnt es nicht, aber wenn man sich mal den Text anguckt, ist der Text sehr tiefsinnig. Hat man meistens bei solchen Liedern nicht oder bei so Elektrodingern, wenn man immer A-U-U-A-I sagt oder wenn man sich mal ein paar andere Lieder zum Beispiel von irgendwelchen anderen Charts oder Popliedern anschaut, dann sind die meistens sehr oberflächlich und dieses Lied hat einen sehr coolen Text. Da gehen wir aber dann später noch in der Lesson drauf ein. Hier geht es natürlich jetzt erstmal um dieses Gitarrenlick hier an der E-Gitarre. Ich habe aber auch dazu noch ein Video gemacht, wie wir es an der Akustikgitarre mit Begleiterakkorden spielen. Könnt ihr euch dann auch anschauen. Ich werde euch diese Melodie ganz leicht einmal erklären, also auf eine leichte Art und dann auf, ich sage jetzt mal, wie es im Original ist und dann noch eine kleine Variation von mir, so wie ich das jetzt gerade ja gezeigt habe mit diesem Draufhauen und sowas. Ja, gut, wir gehen direkt mal jetzt in die Lesson rein. So, also die Gitarre ist auf Normal gestimmt, ja, und wir müssen ein bisschen, ja, so wie Barré-Akkorde greifen, ja. Die grundsätzlichen Akkorde, die hinter diesem ganzen Lied sind, ist A-Moll, dann C, dann G, dann D-Moll. A-Moll, C, G, D-Moll. Ja? Das steckt auch hinter diesem Lick, was wir jetzt direkt anfangen werden. So, wir gehen in den fünften Bund. Und ich zeige euch jetzt erstmal die leichte Version. Ja? Die leichte Version besteht eigentlich nur darin, dass wir nicht diese doppelten Noten spielen, sondern wir spielen erstmal nur einzelne. Wir gehen jetzt unten auf den fünften Bund, unten auf die hohe E-Seite. Die spielen wir einmal an, die 5. Dann spielen wir nochmal die 5 an. Dann spielen wir die 7 an. Das macht ihr am besten mit dem Ringfinger. Jetzt den kleinen Finger auf die 8. Und dann auf die 5. Ihr könnt natürlich auch so spielen. Werden wir aber später nicht mehr hinkriegen, weil wenn wir dann Barré spielen, müssen wir den halt so spielen. Also. So, ja, 5, 7, 8, 5. Ja, ihr merkt, die 5 klingt etwas länger und dann 5, 7, 8, 5 ist dann einfach schnell hintereinander. Lang, kurz, 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 kurz. Lang, kurz, 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 kurz. Okay, das steht jetzt im A-Moll. Jetzt gehen wir hoch auf die 5, auf die H- bzw. B-Seite. Und spielen quasi den gleichen Rhythmus, aber 5, erst einmal lang, dann 5 kurz, 5, 6 und 5. Und ihr merkt, die 6 wird etwas gehalten und dann die 5 danach wird dann gespielt und dann die wird halt auch ein bisschen gehalten, ja. Wiederholen wir es nochmal von der 5 unten. 5. 5, 7, 8, 5. Ja, und ihr hört jetzt schon diese Melodie, ja? Da, 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 da.
Okay? Übrigens, wenn man sich mal das Originallied anhört, ja, das ist gar nicht so sauber gespielt, muss man ehrlich so sagen. Aber auf der anderen Seite finde ich das ganz cool. Das macht dieses Lied etwas sympathischer, dass es nicht so ein glatt geleckter Gitarrensound ist, sondern so ein bisschen angeschranzt, als wenn das halt jetzt eben jemand reingespielt hätte, ja. Das haben wir übrigens auch bei, ich meine, Am I Wrong, wo die Gitarre nicht hundertprozentig stimmt. Also nicht so, stimmt tut sie schon, aber nicht 100% sauber gespielt. Finde ich aber ganz cool. So, der nächste Teil danach, nach dieser 5, 5, 6, 5, dann gehen wir hoch auf die 3, auch immer noch auf der B bzw. H-Seite, 3. Und jetzt spielen wir eigentlich genau das gleiche wie vorher in der 5. 3, 3, 5, 6. Und jetzt gehen wir auch hoch wieder auf die 3. So wie wir hier bei der 5, 7, 8 gespielt haben, spielen wir jetzt auf der 3, 5, 6. Ja, einmal von vorne. So, und jetzt gehen wir einfach runter auf die 5, Quatsch, auf die 6, auf der B-Seite, immer noch drauf, 6. Und spielen 6, 6, 8, 6. Der Rhythmus ist genauso wie beim zweiten Teil, allerdings machen wir jetzt nicht mit dem Mittelfinger, sondern wir gehen jetzt hier mit dem Ringfinger. 6, 6, 8, 6. 6, 6, 8, 6. Ja, und das ist eigentlich schon diese ganze Melodie. Ja, nochmal von vorne. 5. So. Ja? Alle verstanden da draußen? Ihr könnt die Noten bzw. die Tabs von mir bekommen. Schreibt dafür einfach eine Nachricht an mich. Ja, entweder über Facebook, das geht meistens am besten, oder per E-Mail. Per E-Mail ist auch sehr, sehr gut. Da kann ich das nämlich dann direkt alles dann sortieren. Per E-Mail einfach christianshowtoplays@gmail.com. Und wenn ihr mal Hilfe braucht, wenn ich euch mal auf die Gitarre gucken soll oder so, dann könnt ihr mich gerne für Video- und Webcam-Unterricht buchen. Das haben schon sehr viele Leute genutzt und ja, jeder, der das mit mir macht, kommt sehr, sehr schnell voran. Ich würde euch eh anraten, meine Facebook-Seite zu liken, da bleibt dann nämlich immer auf den Laufenden. Bei Videos könnt ihr mir Fragen stellen und bei Diskussionen beiwohnen. Und ja, wenn ihr irgendeine Frage oder beziehungsweise wenn ihr einen Wunsch habt zu irgendeinem Tutorial, zum Beispiel dieses Lied war im Endeffekt auch ein Wunsch von mehreren Abonnenten. Und ja, dann schreibt sie einfach mal unter das Video oder per Facebook oder per E-Mail geht das natürlich. Wir spielen jetzt einmal den Original oder den schwierigen Part, ja. Diese Einzelnotenmelodie habt ihr ja jetzt schon gemacht. Jetzt kommt oben immer noch die Bassnote dazu. Ja, wir spielen hier den kompletten fünften Bund als Barren, spielen oben auf der E-Seite und unten die E-Seite spielen wir zusammen. Fünf und dann spielen wir unten die Einzelnoten. Euch ist eventuell aufgefallen, beim Einspieler habe ich das Ganze etwas einen ganz kleinen Ticken anders gespielt. Ich habe es so gespielt, dass ich hier wieder zurück auf die 7 gehe und nicht auf die 5. Für mich persönlich klingt das ein bisschen besser, aber alle Noten und alle Tabs, die ich bis jetzt kontrolliert habe, sagen, dass nach der 8 die 5 gespielt wird. Ich möchte mich jetzt natürlich nicht der brennenden Mehrheit entgegenstellen und sagen, nein, das wird mit der 7 gespielt. Ich fand es einfach ein bisschen besser, ja. Man kann halt da ein bisschen variieren, weil es ist eh, das sind alles Töne der Tonleiter und man kann das einfach mit variieren. Also ich zeige es euch aber jetzt, wie es jetzt hier wirklich in den Noten steht. Also 5. Und dann hebt ihr den Ringfinger hier an und dann müsst ihr halt hier diese Streckung, ja, der Finger. Ich gehe mal einmal kurz zur Seite. Ja, seht ihr das, wie ich hier die Hand halte? Ja, wenn ihr jetzt immer so spielt, könnt ihr das nicht. Außer ihr spielt dann halt so oben mit dem Daumen. Aber das sieht immer aus, als wenn irgendwie, weiß nicht, das sieht nicht elegant aus. So sieht schön elegant aus. So, jetzt gehen wir oben auf, also das war jetzt das A-Moll, jetzt gehen wir auf das C.
Jetzt spielen wir hier den Zeigefinger im dritten Bund auf die A-Seite und der Ringfinger geht in die 5 auf die B-Seite. Das ist jetzt schon ein bisschen schwierig, wenn man von hier genau dahin gehen muss. Und ihr hört schön das C. Jetzt unten wieder dieses 5, 6, 5. So. Ja, oben die 3 auf der A-Seite und die 5 unten auf der H-Seite zusammen. Könnt ihr immer hier die Bassnoten immer schön mit dem Daumen spielen und hier unten, ja, dann ich spiel das dann mit dem Mittelfinger und dann mache ich hier Wechselschlag unten für die Einzelnoten. Dann gehen wir hoch mit dem Zeigefinger wieder komplett auf die E-Seite oben. Da spielen wir nämlich jetzt über das G. Die 3 auf der E-Seite müssen wir da schlagen und die 3 auf der H-Seite. So, und jetzt haben wir wieder den 3, 5, 3, 6 und genau. Und da mache ich wieder das mit dem Ringfinger. Das habe ich auch im Einspieler so gemacht, dass ich die letzte Note ist nicht die 3 bei mir, sondern die 5. Aber ihr könnt das gerne so spielen, wie es da steht. Wie ihr möchtet, ja. Und dann geht es auf die 5 auf die A-Seite. Da haben wir das D. Spielen jetzt über das D-Moll. Und der Mittelfinger die 6 auf die H- bzw. B-Seite. Das ist auch noch ein bisschen doof, wenn wir jetzt aus dem Teil kommen, genau hier rein. Da lernt ihr aber so ein bisschen die Barré-Griffe oder auch generell ein bisschen dieses Verrutschen und schöne Greifen von Akkorden auf der Gitarre. So, 5, 6. Und wieder der Teil. Und dann geht's wieder los oben. So, jetzt habe ich natürlich noch in dem Einspieler habe ich dieses Klatschen noch mitgemacht. Und apropos Klatschen, Daumen hoch oder so. Ich bin darauf angewiesen, dass die Leute, wenn euch das Video hier gefällt, und ich hoffe, das tut es, dass ihr den Daumen nach oben bei YouTube klickt. Ja, entweder hier bei dem Video hier drunter. Das hilft mir nämlich als YouTuber, dass die Videos immer oben erscheinen, beziehungsweise wenn jemand das Tutorial oder das Video halt sucht, dass das dann direkt angezeigt wird. Ja, tut mir einen Gefallen, klickt mit dem Daumen nach oben, kostet euch ja nichts, wenn euch das Video hier gefällt. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann mich natürlich dann gerne abonnieren. So, jetzt zeige ich euch den Teil, wie ich es noch im Einspieler gezeigt habe mit dem Abdämpfen. Dann gehe ich nämlich nach dem Teil, klopfe ich hier drauf. So, und jetzt ist es nämlich dieser zweite Klopfer. Und jetzt kommt eigentlich da der Klopfer. Normalerweise kommt ja da ein Ton. Und den verschlucken wir dann einfach. Und jetzt aber bei dem zweiten müssen wir diesen zweiten Ton spielen, ansonsten fehlt einfach was. Ja, deswegen ist dieses Ganze mit dem Abdämpfen nicht 100% super, weil wir nicht alle Töne spielen können dabei. Ja, aber ich mach's. Dann kriegt das Ganze noch ein bisschen einen dynamischeren Charakter und noch ein bisschen lebendiger und man hört so ein bisschen mehr das Original. Aber wir haben halt immer dieses Klatschen. Da 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 da. Und wenn ihr die Akkorde übrigens dazu schlagen wollt, wir haben halt hier das A-Moll, dann haben wir das C, dann G und das D-Moll. Und dann kann man das ungefähr so spielen. Oder auch als Barrés. Na, entweder dann halt auf das C würde ich euch dann hier empfehlen. Dann kommt das G.
und das D-Moll. Ja, und dann singt sie ja dieses Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter, don't think I could forgive you, bla bla bla. Übrigens nochmal zu dem Text, was ich ja vorhin gesagt habe. Der Text, schaut euch mal den Text an. Ich mache das eigentlich relativ selten, also ich sage hier, guckt euch meinen Text an oder sowas, weil die meisten Texte gehen dann über Liebe und sowas. Das ist alles ein bisschen, das ist alles, ja, wie soll ich jetzt sagen, das ist alles so müßig und hinfällig und trivial, aber das ist sehr schöner Text, weil die Sängerin richtet das Wort an einen Unbekannten und sie beschuldigt quasi denjenigen, den sie ansingt, wie schlecht gerade es der Welt geht, slowly dying, world is slowly dying, oder our hands will get more wrinkled and our air will be grey. Also dieser quasi der Verfall der Welt. Und dann sagt sie halt immer, du glaubst doch nicht, dass ich dir vergebe, oder du glaubst nicht, dass ich dir, oder denk ja nicht, dass ich dir glaube. Und das sind so Texte, die gehen dann, die sind doch ein bisschen tiefgreifend. Und wenn man sich das Video anguckt, spiegelt das Video überhaupt in keinster Weise überhaupt diesen Text wider. Und das finde ich schade, dass die Leute, die hinter dem Video stecken oder hinter dem Lied, dass sie nicht den Arsch in der Hose haben, mal ein etwas kritisches Video zu machen. Nein, dieses Video zeigt irgendwelche Leute, die durch irgendeine Stadt die ganze Zeit durchrasen, sind da ein bisschen geschminkt und machen dann Party mit Tequila und sowas. Das ist alles, Jungs, ne, macht doch nicht sowas Oberflächliches. Ja, bitte, wenn ihr so einen Text habt, der auch wirklich was ausdrückt, ja, dann seid auch so engagiert und zeigt dann auch ein paar Bilder von jetzt zum Beispiel Kinder, die hungern oder ne, zum Beispiel auch sehr cool, hey, when seas will cover lands and when man will be no more, also quasi wenn das Wasser alles verdeckt und keine Menschen mehr auf der Welt sind, ja, das ist quasi Endzeitstimmung, ja, und wenn man sich das Video anschaut, das ist keine Endzeitstimmung, wenn irgendwelche Leute, irgendwelche drei Jugendlichen durch die Stadt durchskaten. Ah, so viel dazu mal ein bisschen mein Feedback. Vielleicht mache ich auch dort zum Vlog. Muss ich mal schauen. Gut. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt gut lernen. Wenn ihr noch irgendwie Probleme habt beim Rhythmus oder sowas, ja, bucht mich für Webcam-Unterricht. Über Chat ist das relativ schwer zu erklären, beziehungsweise geht eigentlich fast gar nicht. Und wenn ihr noch irgendwelche anderen Wünsche habt, ja, dann einfach hier unter das Video schreiben, über Facebook oder über Mail, ja. Und klickt den Daumen hoch bitte und empfehlt mich weiter. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao.